Servus, liebe Wander-Outdoor-Freunde, schön, dass ihr wieder da seid und eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, ich habe heute ein kleines Special. Und zwar hat der Atze mich vom Kanal Der Buschpirat nominiert, bei den 11 Fragen, 11 Antworten mitzumachen. Die habe ich gerne angenommen, die Herausforderung, und möchte euch die Fragen so gut wie es geht, nach meiner Art, beantworten. Also, wenn ihr Interesse habt, bleibt dran. Ja, ich habe hier einen Handzettel, ich habe alles aufgeschrieben, so bin ich halt. Man wird nicht jünger. Manchmal bin ich ein bisschen vergesslich, aber ich glaube, das gehört einfach zu dem reifenden Alter dazu. So, ja, die erste Frage bitte, lieber Atze. Frage Nummer 1. Wer bist du und wie würdest du dich in wenigen Sätzen beschreiben? Ja, wer bin ich? Das ist eigentlich relativ einfach beantwortet, lieber Atze. Ich bin der Bernd vom Kanal Wandern und Outdoor hier auf YouTube. Ihr kennt mich, die meisten kennen mich. Ja, und wie würde ich mich beschreiben? Als fröhlicher, unkomplizierter Mensch, möchte ich mal sagen. Natürlich habe ich auch meine anderen Seiten und kann dann hin und wieder auch mal komplizierter sein. Aber in der Regel bin ich leicht zu haben. Ich mache immer jeden Spaß gerne mit und bin so immer fröhlich unterwegs. Sonst fällt mir da eigentlich ehrlich gesagt nichts weiter ein. Ja, deine zweite Frage bitte. Frage Nummer 2. Welche Themen behandelst du in deinem YouTube-Kanal und wie ist er entstanden? Ja, welche Themen? In erster Linie Wandern natürlich und Outdoor. Das heißt Wandern, Equipment, also Touren, Equipment, Bushcrafting, etwas Survival Skills. Wobei, die mache ich immer so ein bisschen intern. Also die zeige ich nicht unbedingt immer, weil das ist altbekannt und ich möchte da nicht nochmal den Knoten zeigen. Aber das ist so die Richtlinie auf meinem Kanal, die man finden kann. Equipment stelle ich vor, was mir gut gefällt. Die schlechten Sachen lasse ich weg. Oder manchmal zeige ich auch gerne die schlechten Sachen, damit man eben das sieht und sagt, okay, da muss ich die Hände wegnehmen. Also sowas habe ich hier drin. Wandertouren natürlich. Tagestouren, je nachdem, eigentlich zwei Kategorien. Einmal als Leistung für mich, dieses Jahr weniger, muss ich sagen. Also Leistung, viel Strecke machen, und das andere ist eben Wandern gemischt mit Bushcrafting, chillen im Wald, was kochen. Ja, und da eben auch ein bisschen Gear zeigen, was Neues da ist, und auch Kamerasachen zeige ich gerne. Da wollte ich jetzt demnächst auch ein bisschen mehr machen. Wieder anfangen, ein bisschen zu zeigen, wie man draußen filmt. Vielleicht mache ich auch ein kleines Special eben mal mit zwei Kameras, wie ich das draußen so gestalte, das Ganze. Mal schauen, wie ich Zeit und Lust habe. Genau, das findet man hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen, aber die Leute, die mich kennen, die wissen das. Und ihr könnt natürlich auch gerne, falls ihr neu seid jetzt, durch meinen Kanal mal zappen, was ich so dabei habe. Ich lehne mich nie zu weit aus dem Fenster und behaupte, das muss so sein, das ist so, das macht man so richtig und so. Nö, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten und es gibt mit Sicherheit bessere Leute als wie mich, die das richtig geil zeigen. Und da möchte ich mich eben einfach nicht so weit aus dem Fenster lehnen, darum halte ich mich da immer meistens zurück. Aber wenn ich was weiß oder ein Gear habe, das mir einfach gut taugt, dann zeige ich das auch so, wie es ist. Genau, und Geschmäcker sind verschieden, das wissen wir alle. Genau, also wie gesagt, da schaut es doch einfach mal rein. Ansonsten hoffe ich, dass ich nichts vergessen habe. Ja, wie ist er entstanden? Es war einiger Zeit, ich bin früher viel wandern gegangen. Ich habe mich auch ein bisschen mit Bushcraft beschäftigt schon früh. Und entstanden ist der YouTube-Kanal eigentlich daher, weil ich im Bayerischen Wald wandern war und habe eigentlich so im Kanal bzw. in Google einfach Wandertouren als Video nochmal anschauen wollen. Da war nichts dabei. Da gab es einfach zu dieser Zeit, das ist jetzt bestimmt locker 4 Jahre her, gab es einfach nichts, hat mich nichts interessiert. Dann bin ich irgendwann mal auf den Frankentrek hingekommen, da habe ich so ein paar Touren vom Bayerischen Wald so im Fluss Regen und die Risslochschlucht gezeigt, fand ich ganz gut. Und dann kam ich zum Benjamin Klausner im Schwarzwald. Und das fand ich auch sehr gut. Die Einfachheit damals hat mich begeistert, dass du mit der Kamera einfach so raus bist und gesagt, ich gehe jetzt lang und es fängt zum Regnen an. Ich mache mir jetzt da meinen Tarp, setze mich drunter, ich bin trocken, ich bin hier draußen, es ist gewittert, habe mein Lagerfeuer. Da habe ich gedacht, das ist echt geil. Sitzt da im Trocknen, mitten im Regen, es gefällt mir. Die Liebe zum schlechten Wetter, die hatte ich schon immer ein bisschen. Aber jetzt, durch dieses Equipment mit Tarp und Zeug, ist das wahnsinnig gestiegen. Also ich gehe am liebsten gehe ich also im Herbst, Winter raus, Frühjahr. Das macht mir einfach wahnsinnig Spaß.
und sogar auch sehr gerne bei Regen, weil da kann man eben solche Sachen wie jetzt hier diese Gore-Tex, die ich gekauft hatte jetzt in Amberg in dem Geschäft, wo ich eingeblendet habe, testen. Es bringt mir nichts, wenn es die ganze Zeit sonnig ist. Das ist mir langweilig, ehrlich gesagt, auf Dauer. Ja, ich brauche die Herausforderung draußen. So, ja, dann habe ich angefangen eben mir zu überlegen, ich mache auch Videos. Und zwar wollte ich da anfangen, Videos zu machen von Strecken, die es nicht gibt. Habe ich auch tatsächlich gemacht. Es gibt 4 oder 5 Videos, die habe ich niemals veröffentlicht. Die sitzen so irgendwie auf meinem YouTube-Kanal mit einem Schloss davor, also gesperrt. Nicht gelistet, nee, Quatsch, komplett gar nicht freigegeben. Weil die so sind, wenn ich es mal offen sagen darf. Die sind richtig. Die haben mir nicht gefallen. Und deswegen habe ich die nie veröffentlicht. Ja, irgendwann habe ich dann mir den Mut gefasst und habe mein erstes Equipment gezeigt. Das war damals der Bundeswehr. Speedkocher. Das Video war auch irgendwie schrecklich, also gefällt mir gar nicht. Ich glaube, ich habe es wieder veröffentlicht, eins der ersten. Dann habe ich doch lieber einen Kanaltrailer erstmal gemacht und wollte irgendwie mal schauen, liegen lassen oder so. Boah, und das war ganz toll. Über Nacht haben sich da ein paar Leute gemeldet, haben gesagt, echt schöner Trailer, wir freuen uns auf mehr. Und das hat mich motiviert, dann weiterzumachen. So ist mein Kanal entstanden, kann man grob sagen. Und ich hatte auch eine ganz schlechte Kamera, die lag immer in der Kiste. Das war eine Panasonic. Eigentlich war die nicht schlecht, aber jetzt ist halt nicht mehr so frisch, die Kamera. Die habe ich schon lange nicht mehr. Seit 1,5 Jahren habe ich die gar nicht mehr. Aber die war halt klein, kompakt und Qualität war mittelmäßig. Es war so die Egalkamera. Man konnte die mit rausnehmen, wenn es halt runtergefallen ist, dann war es auch nicht schlimm oder wenn es nass war. Und damit habe ich das erstmal gemacht, diese Videos. Anscheinend hat es einen ganz guten Anklang gefunden. Und das hat mich eben motiviert, weiterzumachen. Vorher habe ich viel, viel, viel Kanäle geschaut. Kai Sackmann eben, Benjamin Klausner. Ein Frankentrekking. Wen habe ich denn da noch dabei gehabt? Ach, ich weiß gar nicht mehr. Hier und da, alles Mögliche. Ich hoffe, die Frage konnte ich so einigermaßen gut beantworten. Nächste Frage. Frage Nummer 3. Was sind deine 3 Lieblings-YouTube-Kanäle? Ja, 3 Lieblingskanäle, ganz klar, eindeutig. Alle. Also ich habe viele abonniert und schaue alle sehr, sehr gerne. Ich habe keine 3 Favoriten. Ich hatte mal 3 Favoriten, bevor ich Filme gemacht habe. Das war der Benjamin Klausner, der Kai Sackmann und der Frankentrekking. Den gibt es nicht mehr. Und die anderen 2, die gucke ich auch noch so mit hin und wieder mit rein. Und ja, passt. Also da habe ich keine speziellen Kanäle, die ich bevorzugen würde. Das Einzige, was ich mache, ich kommentiere nicht immer. Ich schaue aber jedes Video an, also zumindest die meisten. Ja gut, hier und da geht mir mal eins durch die Lappen. Also wenn dann einer zu viel postet, dann kriege ich es nicht mehr auf die Reihe, jedes Mal das Video zu sehen. Dann muss ich auch sagen, bin ich überfordert, wenn ich dann irgendwie abends mal Zeit habe, dann die ganze Liste da reinknallt und es kann auch mal passieren, dass da mal einer durch die Lappen rutscht und dann hole ich das irgendwann mal nach, aber ich werde es mit Sicherheit sehen. Also wie gesagt, keine 3 Lieblingskanäle, ich mag alle Filme und ich suche natürlich auch oft nach Themen. Also ich habe jetzt das Katoma zum Beispiel, habe ich oft eingegeben gehabt bei YouTube, ganz aktuell. Und das waren halt viel amerikanische Kanäle. Das ist halt dann so, weil bei uns das Ding irgendwie nicht so weit verbreitet ist, meine ich. Ja, so ist es. Okay, nächste Frage. Frage Nummer 4. Was war deine schönste Outdoor-Tour oder dein schönstes Erlebnis in der Natur? Schönste Outdoor-Tour? Oh Mann, ey, das waren so viele. Oh Gott, ich war ja nur draußen in den letzten 4 Jahren. Also eigentlich so, wenn ich mich zurückerinnere, halt viel mit, also die Leute, die halt eben vom YouTube-Kanal mich besucht. Also sagen wir mal, der Michi zum Beispiel im Bayerischen Wald, der Aber, die Tour mit dir, Atze, im Bayerischer Wald, mit Christian im Bayerischen Wald, so mit Michi, mein Kumpel, der immer dabei ist, mit den Kindern. Boah, das ist, wen haben wir denn noch? Ach, ich habe mich schon mit so vielen getroffen und ich war schon so viel unterwegs. Also es war eigentlich immer ein Highlight. Also die einzige Tour, die mir nicht gefallen hat, vielleicht kann ich es so ein bisschen vereinfachen. Die Antwort war die Trekkingtour, wo wir nach Altötting wollten. Die 2-3-Tagestouren vielleicht nach Österreich weiter. Also es war so eine Katastrophe mit dem Asphaltwegen. Das war mal so richtig schlecht. Hat auch Blasen und Schmerzen. Die haben wir dann verkürzt, die Geschichte. Und im Maisfeld übernachtet nur, weil das ist echt katastrophal. Also du kommst da wirklich an 1000 Wäldern vorbei am ganzen Tag und dann wurde nächtigen musst quasi, weil es dunkel wird. Michi hat da einen Hitzschlag gehabt, dem ging es nicht so gut. Und dann haben wir keinen Wald mehr gefunden, wirklich unglaublich. Dann haben wir im Maisfeld gepennt. Das war eine Tour, die mir nicht gefallen hat und die restlichen waren immer geil. Besonders auch mit den Kindern einfach.
Ah ja. So, ja. Fällt mir sonst nichts ein. Waren alle toll. Immer gut. Macht immer Spaß, draußen zu sein. Ah ja, und weil du sagst Erlebnis, naja, das heißt, das war jetzt nicht so prickelnd, aber wo wir mit den Kindern halt waren und mitten in dieser Treibjagd reingekommen sind, dummerweise. Da war nichts abgesperrt und wir waren dann mittendrin. Auf einmal kamen die runtergerannt und haben geballert, vorne die Wildsäue. Und ja, das war schon krass. Das war nicht das schönste Erlebnis, aber sehr spannend, das spannendste Erlebnis. Und dann ist eben noch ein Wildschwein vor uns gestanden und durch einen Zufall, weil ich mit der Axt gerade was geschlagen hatte, ist es halt dann weggerannt. Aber da hatte ich schon ein bisschen Bange mit den Kindern. Da denkst du eigentlich nicht an dich, sondern da habe ich mir nur überlegt, boah, shit, was machst du jetzt mit den Kindern, wenn das auf dich zurennt? Spannendste Erlebnis, nicht das schönste. Ansonsten ist es immer schön, draußen zu sein. Nächste Frage. Fünfte Frage. In oder an welcher Art von Natur, sei das jetzt Gebirge, Wald, ein See, ein Fluss, hältst du dich am liebsten auf? Dieses und warum lasse ich jetzt mal weg. Klar wollen wir wissen auch, warum. Ich bin am liebsten hier in den Wäldern, in den ganz normalen heimischen Wäldern, in den Bergen, Bayerischer Wald, also Berg und Tal, also Berg, Wald. Was ich nicht so mag, also Flüsse auch, aber die müssen dann, also so Isar oder sowas, sehr gerne. Aber nicht so an Gewässern, also stehende Gewässer, wie jetzt so irgendwie so ein Tümpel, ein See oder so. Da halte ich mich massiv ungern auf wegen der ganzen Viecher, also die Mücken und so. Ja gut, mit dem Kartoma geht es auch, aber es ist die ganze Zeit, wenn du davor sitzt, halt einfach lästig. Das mag ich nicht, da kann man sich nicht entspannen. Also so wie gesagt, bin ich gerne in den Bergen, in den normalen Wäldern und das ist so mein Highlight. Das mag ich super gerne. Frage Nummer 6. Glaubst du, dass es Energieorte in der Natur gibt? Falls ja, erzähl uns davon. Als Energieorte meine ich, ich habe ab und zu, wenn ich draußen unterwegs bin, an eine ganz bestimmte Stelle komme, habe ich irgendwie so ein Kribbeln und irgendwie denke ich mir so, boah, hier ist irgendwas sehr Energetisches. Also, das ist mir jetzt schon 3-4 Mal passiert. Ja, würde mich interessieren, ob ihr auch sowas kennt. Ja, ich glaube an solche Orte, weil ich es selber schon erlebt habe. In Ramsau, wo ich gewesen bin, am Dachstein, da ist es auch so, an der Pension, ein großer Grund mit Stück Wald, das ist das nennt sich Hotel, Bio-Hotel Herold. Das ist keine Werbung, aber ich kann es ja erwähnen, dass man sich da mal einen Gedanken machen kann. Ihr müsst mal schauen, Ramsau, Dachstein, diese Ecke da, wenn ihr Google Earth habt, schaut mal drauf, das ist ein Energieort. Denn dort wird auch morphisches Feldlesen gemacht mit Jugendgruppen und auch nicht nur mit Jugendgruppen, sondern auch mit Erwachsenen und so. Und da ist schon Energie da. Also ich war ja 3 Tage dort und ich war ein ganz anderer Mensch danach. Ich habe das auch gespürt, dass da unheimlich viel Energie von der Natur gegeben wird, dass da einfach dieser Platz tatsächlich magisch ist oder energiereich einfach. Das kann mir jeder bestätigen, der dort war wahrscheinlich und damit zu tun hat. Also da glaube ich definitiv dran. Der zweite Punkt ist, es gibt ja auch manchmal, wenn man in den Wald geht und sucht einen Schlaf- oder Lagerplatz, da geht man rein und sagt man sich, ich kann hier nicht bleiben. Das ist hier wie auf dem Friedhof, so vom Gefühl her. Das ist so tot. So. Also es ist ein ganz komisches, negatives Gefühl, wo ich mich dann eigentlich nicht aufhalten möchte. Und da gehe ich auch dann wirklich raus. Und hinter mir, könnt ihr ein bisschen sehen, das sind junge Fichten und so Lichtungsplätze, so Fichten, kleinere Fichten, Lichtungen, da fühle ich mich dann unheimlich wohl. Da ist es dann schon wieder so, das ist so frisch, das ist einfach was anderes, da fühle ich mich sauwohl. Und da meine ich auch, dass für mich Energie dort ist. Also ich habe immer das Gefühl, da gibt es mir Kraft, da kriege ich Energie. Und dann gibt es eben viele Wälder, die einfach so, du gehst rein, die strahlen. Also ich finde die Strahlen richtig. Einfach wunderschön, nicht nur weil da Sonne reingeht, es muss nicht mal Sonne sein, aber du hast einfach das Gefühl, das ist der Wald, hier fühle ich mich richtig saugut. Und da meine ich, das hat mit Energien zu tun. Also ich glaube daran und kenne auch verschiedene Arten solcher Orte. Nächste Frage. Frage Nummer 7. Welches Tier ist dir charakterlich am ähnlichsten? Ja, oh Gott, keine Ahnung. Also ich würde mich eher so mal als Katze einstufen, weil ich immer relativ lautlos gerne bin und nicht so auffallen möchte. Ich muss mich nicht immer so vordrängen. Und genau, weil ich ein so relativ ruhiger Typ bin, glaube ich, komme ich einer Katze recht nah.
Frage Nummer 8. Wenn du als Tier geboren werden würdest, welches wärst du am liebsten? Und natürlich wieder warum, klar. Vogel wäre geil. Einfach starten und weg. Perfekt für mich. Die absolute Freiheit. Fliegen. Frage Nummer 9. Wie stehst du zu dem Thema Naturschutzgebiete, Naturpark und Ähnlichem? Muss man die Natur in dieser Form vor den Menschen abschirmen? Ja, Naturschutzgebiete. Boah, es ist eine schwierige Frage, beziehungsweise die Antwort ist relativ schwierig, finde ich. Man könnte jetzt sagen, natürlich finde ich Naturschutzgebiete gut, dann wäre die Frage beantwortet. Und sollte man den Menschen davon abschirmen? Ja und nein. So sieht das aus. Warum? Zum einen ist es wichtig für die Tiere, dass sie einen Punkt haben, also einen Ort, wo sie einfach ungestört leben können, dass sie sich da regenerieren können und einfach für sich sind. Also ich habe da auch großen Respekt. Der Bayerische Wald ist ja auch Naturschutzgebiet, beziehungsweise ist ja Nationalpark. Und also im Naturschutzgebiet selber muss man nicht unbedingt auch dann campieren und Feuer machen. Also das habe ich noch nie gemacht. Feuer mitten im Naturschutz. Also normalerweise nicht. Ich überlege gerade. Da schauen wir dann schon, oder schaut man schon, dass man dann aus dem Naturschutzgebiet wieder rauskommt. Also den Respekt muss man haben. Wir haben auch hier viel Wasserschutzgebiete. Da trampel ich dann auch nicht drin rum. Aber wie jetzt hier, das ist jetzt ein Nutzwald. Das ist kein Problem. Dafür habe ich auch kein schlechtes Gewissen oder so. Und den Menschen fernhalten, das kommt auf den Typ drauf an. Natürlich muss man den Menschen fernhalten, wenn es ein Idiot ist. Das darf ich ja hoffentlich offen sagen. Ein Idiot ist für mich jemand, der im Wald geht zum Saufen und seine Bierflaschen rumschmeißt, seinen Müll wegkippt oder sonstiges. Ja, auf jeden Fall. Da stehe ich vollkommen dahinter und voll dazu. Da muss man den Menschen fernhalten. Es ist so, ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, weil du hast ja jetzt die nächste Frage. Frage Nummer 10, aufbauend. Haben wir Menschen nicht das gleiche Recht, uns in der Natur aufzuhalten wie die Tiere? Ja, der normale Mensch hat das gleiche Recht, in die Natur zu gehen, finde ich, ist meine Meinung. Und zwar der normale Mensch, damit meine ich jetzt nicht den totalen asozialen Chaoten, der seinen Müll ablädt, seine Bierflaschen nach dem Feuer macht, das so hoch ist, ja, oder noch höher, ewig breit, den Wald gefährdet mit Waldbrand. Säuft da drin, Party feiert und so weiter. Da ist ganz klar zu unterscheiden, dass diese Menschen den Wald gar nicht betreten dürfen. Für mich. Also ich meine, die sollen sich verpissen. Die können in Disco gehen oder sonst wo in die Stadt. Da gehören sie auch hin. Oder am Bahnhof, das ist mir scheißegal. Sowas hasse ich einfach. Da werde ich richtig wütend, wenn ich dann wieder so Plätze sehe, wo der Müll überhäuft ist. Aber das habt ihr alle. Die kennen diese Thematik. Und nicht, dass ich so sehr ausschweife, hat der Mensch das Recht. Ja und nein eben. Ich sage mal, wir, die mit der Natur gut umgehen können, die Ruhe suchen, die Natur, den Umgang mit dem Wald, den Tieren, das Schöne eben, wir sollten da schon das Recht haben und die anderen nicht. Also, aber man kann das eben, es ist halt immer so, dass alles über einen Kamm geschert wird. Wir sind halt dann auch im Wald, im Naturschutz und haben eigentlich das Recht, nicht uns aufzuhalten. Aber man sollte das Recht haben. Also das Einzige, wie man das vielleicht lösen könnte, wäre doch eine gute Idee, dass man vielleicht so einen Naturschutzschein bekommt oder so. Wie ein Jäger, der hat ja auch das Recht, da reinzugehen. Dass man halt einfach einen Schein macht mit 2, 3 Kursen oder sowas, wo man das Recht hat, sich da aufzuhalten. Aha, da ist abgelegt, abgestempelt, da weiß man sofort, ja, der Typ hat halt da nichts Schlechtes im Sinn. Der möchte da auch nicht irgendwie einen Tannenbaum klauen oder sonstigen Mist, sondern dem geht's halt rein. Und die Natur und den Platz zu genießen, die Zeit draußen. Also wie gesagt, da zum einen ja, zum anderen nein. Das ist meine Antwort dazu. Die nächste Frage bitte. Und Frage Nummer 11, nochmal ein bisschen weitgreifender. Was wünschst du dir für die Zukunft der Menschen und oder der Erde? Bitte nicht Weltfrieden. Den Weltfrieden, klar. Wer wünscht sich das nicht? Und nebenbei gesagt, was ich mir wünschen würde für die Menschen und die Erde, grob gesagt, ganz schnell gesagt, dass das alles nicht so scheiße ist, wie es jetzt ist. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen und die Erde, nee, die Erde ist ja geil, so wie sie ist. Wir sind ja die Idioten da drauf. Also ich würde mal sagen, dass sich die Menschen einfach ändern sollten, von der Grundeinstellung. Nicht nur an die Kohle denken und
dieses verdammte System, das jeden kaputt macht. Und fängt das schon in der Schule an, also mit den Kindern. Ich sehe das ja, ich kriege das ja oft mit durch meine Kleinen. Und das ist einfach krank, was da abläuft. Ja, du wirst halt hingepusht, hingeschlagen, damit du später schön in dieses verdammte System hineinpasst. Bin ich gar kein Fan von. Ja, jeder von uns muss natürlich da auch so mitmischen, so gut wie es geht. Damit er eben, man hat immer wieder mal versucht, im System nicht teilzunehmen, aber du wirst dann schnell zurechtgestutzt. Also du wirst dann hingeknüppelt, dass du dann doch wieder teilnimmst. Dann kommst du gar nicht drum rum. Es ist so. Ja, also ich würde mir wünschen, dass sich das irgendwie verändert, dass da jemand da ist mal, der das wirklich verändern kann, aber das ist ein Traum, das wird nie passieren. Solange da oben die Leute sich ein goldenes auch verdienen können, keine Chance. Wird sich nichts verändern. Die Erde ist schön und manchmal habe ich mir schon überlegt, wenn es mich richtig ankrätzt, das Ganze, da habe ich mir schon gedacht, am besten wäre es für den Planeten Erde, wenn die Menschheit gar nicht mehr drauf ist. Ehrlich gesagt, meine Meinung. Aber so ist es jetzt nicht. Ja, ansonsten, ihr wisst ja selber, was alles passiert. Die meiste Zeit werde ich die Nachrichten meiden, weil es einen nur fertig macht. Ich habe einfach keinen Bock im Moment. Ich schaue mir so einen Überblick an am Tag, aber ich gehe nicht auf die Details ein. Ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Ich habe einfach keine Lust mehr dazu. Also da würde ich mir ganz einfach und grob wünschen, dass sich das gesamte Bild komplett verändert. Aber da muss ein Wunder geschehen. Und ja, kann man einfach abwarten. Tja, ich hoffe, ich habe die Fragen so einigermaßen gut beantwortet. Dann vielen Dank nochmal, dass du mich da nominiert hast. Ich war gerne dabei, hat mir einen großen Spaß gemacht. Und jetzt bin ich ja dran, meine Kandidaten vorzustellen. Ja, ich habe die Leute natürlich vorher auch angeschrieben und gefragt, ob sie mitmachen möchten. Ich freue mich daher umso mehr, dass ihr dabei seid. Es sind 4 Kanäle, nicht nur 3. Also dann fange ich mal an. Ladies First, das ist die Vanessa Blank vom Kanal Outdoor Bavaria. Dann habe ich den DF vom Kanal DF Outdoor. Dann den Sepp Fischer vom Kanal Waldhandwerk und last but not least habe ich den Michael Monti vom Kanal Michael Monti. Ja, freue mich unheimlich, dass ihr mitmacht. Dankeschön dafür und ich bin gespannt, wie ihr meine Fragen beantwortet. Ach so, ja, die braucht sie natürlich auch noch. Die habe ich mir auch natürlich aufgeschrieben. Das ist der falsche. Ist ja schon wieder geil. Die erste Frage: Welchen Kocher benutzt du gerne und warum? Die zweite Frage: Wie übernachtest du im Wald und welches Setup benutzt du? Dritte Frage: Wie sieht dein Alltag aus, wenn du nicht gerade in den Wald gehst und nicht für YouTube filmst? Vierte Frage: Was kannst du in YouTube-Videos gar nicht leiden? Fünfte Frage: Hast du manchmal Angst, im Wald zu übernachten und wenn ja, was tust du dagegen? Frage Nummer 6: Welche Kamera und welches Schnittprogramm benutzt du, um deine YouTube-Videos zu schneiden? Frage Nummer 7: Wie viel Zeit verbringst du beim Schneiden, Filmen und Vertonen deiner Videos? Frage Nummer 8: Welche Wildpflanzen außer Bärlauch isst du am liebsten? Frage Nummer 9: Was ist dein Lieblings-Outdoor-Skill? Frage Nummer 10: Wie navigierst du gerne bei deinen Trekkingtouren oder im Wald oder wenn du überhaupt draußen bist? Frage Nummer 11: Was hältst du von Bear Grylls? Tja, das waren meine Fragen. Ich freue mich schon auf eure Antworten. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Mitmachen. Euch vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid wieder. Wir sehen uns hier draußen beim nächsten Mal wieder mitten im Wald auf meinem Kanal. Macht es gut. Servus, ciao.